Konnichiwa, Minasan! Im heutigen Video wollen wir uns die Reform der Arbeitsweise, die 2016 von der japanischen Regierung vorgestellt worden ist, ein wenig genauer anschauen. Japan hat, wie der ein oder andere von euch vielleicht schon weiß, ein großes Problem mit Überstunden. Seit den 1990er Jahren befindet sich die Gesamtanzahl der Arbeitsstunden pro Jahr eines Festangestellten in Japan über 2000 Stunden konstant. Da gibt es wirklich kaum Bewegung drin, obwohl man in vielen Grafiken immer sieht, dass die Arbeitszeit in Japan gesunken ist oder auch abnimmt, pro Jahr immer gerechnet auf, weiß ich nicht, 1800 Stunden pro Jahr. Das liegt aber vor allem daran, dass es immer mehr sogenannte Part-Time in Japan gibt. Part-Time heißt Teilzeitarbeitskräfte, also Part-Time, vom Englischen kommt das her. Die arbeiten eben nicht so viel wie die Festangestellten, machen zwar auch immer noch ein paar Überstunden, aber weil die Anzahl dieser Part-Time eben extrem gestiegen ist in den letzten Jahren und man dann eben diese Stunden der Part-Time mit den Festangestellten verrechnet, kommt dann dabei heraus, dass die Gesamtzahl der Arbeitsstunden abgesunken ist, was de facto für die Festangestellten so nicht stimmt, denn deren Anzahl liegt schon seit Jahrzehnten konstant über 2000 Stunden pro Jahr. Das sind aber auch nur die Stunden, die offiziell von den Ministerien erfasst werden und auch offiziell vom Arbeitgeber. Dann gibt es nämlich noch eine ganze Menge an Überstunden, die gar nicht erfasst werden. Sowas wie sogenannte freiwillige Überstunden. Da sagen dann die Firmen, ja, aber das hat er doch freiwillig gemacht, der war doch freiwillig länger in der Firma oder ähnliches. Also da gibt es also eine ganze Menge an Überstunden, die gar nicht wirklich richtig erfasst werden, sodass der ein oder andere Autor dann auch schreibt, ja, das sind gar nicht 2000 Stunden pro Jahr, sondern das sind schon mal 2300, 500 oder einige sagen sogar 2700 Stunden pro Jahr, die ein japanischer Festangestellter arbeitet. Also viel zu viel eigentlich, und das hat auch die japanische Regierung mittlerweile erkannt, denn es gibt immer mal wieder Fälle von dem sogenannten Karoshi. Karoshi ist der Tod durch Überarbeitung. Da gibt es immer wieder Fälle in den Medien auch, die teilweise groß aufgebauscht werden, und somit wird Druck auf die japanische Regierung ausgeübt. Und die hat sich dann 2016 gedacht, okay, da müssen wir was ändern, und hat dann in einer Konferenz oder in einem Rat, nennen die das, zur Realisierung dieser Arbeitsreformen einen 9-Punkte-Plan erstellt, der dann von dem Premierminister Shinzo Abe vorgestellt worden ist. Was in diesem 9-Punkte-Plan drin steht, das lese ich euch jetzt eben mal vor. Erstens, Improvement in the employment conditions of non-regular employees, such as by providing equal pay for equal work. Zweitens, an increase in wages and improvement in productivity. Drittens, improvement of long work hours, such as by considering a regulatory limit on overtime work. Viertens, support for career change or re-employment opportunities to industries with the capacity to absorb a large amount of employment, fostering human resources and ensuring that disparities do not become entrenched through education. Fünftens, flexible work styles such as teleworking, side jobs and multiple jobs done in conjunction. Sixthens, creating an environment where it is easy for women and young people to work, such as social security and taxation systems that are neutral in terms of work style. Siebtens, promoting employment among the elderly. Achtens, facilitating a balance between medical treatment or child rearing and caregiving and work. Neuntens, the issue of the acceptance of foreign personnel. Das ist dieser 9-Punkte-Plan, den Shinzo Abe, der Premierminister von Japan, 2016 veröffentlicht hat und mit dem er sozusagen die Probleme von Überstunden und generell von der Art und Weise zu arbeiten in Japan angehen wollte. Es gab dann auch eine Menge Leute, die gesagt haben, ja, Herr Abe, aber das mit den Arbeitszeiten zum Beispiel, das können Sie doch gar nicht schaffen. Ich meine, die liegen so stark in den japanischen Unternehmen, Strukturen und der Kultur fest drin, das kann man doch nicht einfach so ändern. Da hat Abe dann drauf geantwortet, dass er wirklich die Ärmel hochkrempeln will und alles in seiner Macht Stehende dafür tun will, dass sich dahingehend etwas ändert und diese Reform auch wirklich durchsetzen möchte. Es gibt aber auch einige Kritiker dieses 9-Punkte-Plans, so zum Beispiel Cosima North und Weathers, die in einem Artikel geschrieben haben, dass dieser 9-Punkte-Plan und die Gesetzesänderungen, die Abe dann vornehmen will in Bezug auf Equal Pay for Equal Work, also dieses für gleiche Arbeit gleiches Geld
und in Bezug auf die Reduzierung langer Arbeitszeiten, dass diese Gesetzesvorschläge dann im Grunde Hintertüren öffnen für noch mehr Überstunden, als es sie bisher gab, und auch, dass dieses Equal Pay for Equal Work, was ja als erster Punkt in dem neuen Punktestandplan steht und was von der Regierung auch als wichtigstes Ziel forciert worden ist, dass das im Grunde auch nur so eine Hintertür ist, denn was man vorhatte, war nicht die Part-Time den Festangestellten anzugleichen vom Gehalt her, sondern was man machen wollte, ist so Zwischenstati, so Zwischenstatusse sozusagen entwickeln, dass man dann Leute hat, die nicht festangestellt sind, die aber auch nicht Part-Time sind, die irgendwie in der Mitte hängen und dann auch in der Mitte verdienen. Also nicht so gut wie ein Festangestellter, nicht die gleichen Sicherheiten hat, aber auch nicht so schlecht wie ein Part-Time, so dass man dann also die Part-Timer und die Festangestellten so ein bisschen angleicht und am Ende die Festangestellten noch viel weniger verdienen, als sie am Anfang verdient haben. Und die Part-Time vielleicht ein bisschen mehr, wenn überhaupt. Und das ist so die Kritik, die da ein bisschen gekommen ist, auch in Bezug auf Reduzierung der Überstunden, dass die Gesetze da im Grunde immer noch viel zu hohe Limits setzen, was wir uns in einem anderen Video auch nochmal genauer anschauen werden. Zunächst lag die Priorität dieses 9-Punkte-Plans also auf Equal Pay for Equal Work. Gleiches Geld für gleiche Arbeit. Das hat sich aber relativ schnell geändert, denn im Dezember 2015 stürzte sich die Takahashi würde man auf Deutsch sagen, in der deutschen Namensreihenfolge, stürzte sich vom Dach ihres Wohnheims der Firma Dentsu, hat sich praktisch umgebracht. Und dies hat sie getan, nachdem sie viele, viele hundert Überstunden in den Monaten zuvor geleistet hat. Sie hat auch erste Anzeichen von Depressionen dann entwickelt, nachdem sie das erste Mal im ersten Monat über 100 Überstunden hatte, plus die 40, die pro Woche, sage ich mal, normal sind. Das heißt, sie hatte irgendwie über 260 Stunden Arbeit im Monat. Da hat sie dann die ersten Anzeichen von Depressionen entwickelt, was sie auch ihrer Familie und ihren Freunden gesagt hat. Und dann irgendwann war genug und an den Weihnachtstagen 2015 hat sie sich dann selbst umgebracht. Die Mutter von ihr hat dann hinterher die japanische Firma Dentsu verklagt und hat gesagt, das war ganz klar zu viel Arbeit, zu viel Überstunden, die meine Tochter da gemacht hat. Und es war ein klassischer Fall von Karoshi, also dem Tod durch Überarbeitung, ein Tod, der zustande gekommen ist, weil zu viel gearbeitet worden ist. Und das Gericht hat ihr Mutter von der Takahashi Matsu die dann auch recht gegeben, was relativ selten ist in Japan, denn oft sagen die Firmen dann, ja, aber dass die Überstunden, die gemacht hat, die haben wir erstens gar nicht erfasst, zweitens hat die freiwillig gemacht, da können wir gar nichts für. Also die Firmen erkennen das oft in Japan nicht an, wenn jemand an Überarbeitung gestorben ist, weil sie sagen, nein. Und Dentsu musste der Mutter dann 500.000 Yen zahlen, was nicht viel ist, das sind ungefähr so 3.000, 4.000, 5.000 Dollar. Steht also überhaupt in keinem Verhältnis mit dem Tod der Tochter, aber das ist das, was das Gericht ihr sozusagen zugesprochen hat. Und der Chef von Dentsu hat dann gesagt, ja, wir werden gucken, dass wir die Arbeitspraxis ändern und dass wir jetzt um 10 Uhr schon das Licht ausschalten in der Firma. Hilft natürlich nicht wirklich viel, wenn man bis 10 arbeitet, ist immer noch relativ lang. Aber dieser Fall, der Takahashi Matsu, die wurde in den Medien wirklich groß aufgebauscht, ist stark durch die Medien gegangen, in Japan selbst auch, so dass die Regierung diesen Druck dieses Falls auch gespürt hat. Dann hat der Premierminister Abe, der Mutter von Takahashi, zum ersten Todestag Blumen geschickt und hat sie eingeladen zu sich in die Residenz zu einem 4-stündigen Gespräch, in dem er dann so ein bisschen raushören wollte anscheinend, ja, wie die Lage denn ist und was man tun kann gegen Überarbeitung. Dieser Fall hat dann stark dazu beigetragen, dass Abe Ende 2016, Anfang 2017 gesagt hat, okay, wir ändern die Prioritäten in unserem 9-Punkte-Plan von Equal Pay for Equal Work auf die Reduction der Arbeitszeiten, auf die Reduzierung der Arbeitszeiten. Und seitdem ist die Reduzierung der Arbeitszeiten und die Bekämpfung von Karoshi, also Abe hat auch gesagt, wir werden alles dafür tun, dass wir diesen Begriff Karoshi nicht mehr verwenden müssen, dass es keine Fälle von Karoshi mehr gibt. Das wurde dann zur Priorität dieses 9-Punkte-Plans. Und in Verbindung mit diesem Wechsel der Prioritäten hat er dann auch den sogenannten Premium Friday ins Leben gerufen, der auf einer freiwilligen Basis sozusagen am Denken der Japaner ansetzen sollte, der die Japaner am letzten Freitag in einem Monat schon um 3 Uhr nach Hause gehen lassen sollte, damit sie mal ein bisschen was mit der Familie machen können, obwohl da auch der Konsumgedanke groß war. Wir lassen die Japaner früher gehen und dann sollen die konsumieren und die Wirtschaft nach oben treiben. Aber das werden wir uns in einem anderen Video auch nochmal ganz genau angucken, was es sich mit dem Premium Friday auf sich hatte, ob der funktioniert hat oder nicht. Aber das war so die erste Maßnahme, die dann eben aus diesem Fall auch erwachsen ist und wo Abe dann gesagt hat, okay, jetzt müssen wir da was machen. Wir probieren es einfach mal mit diesem Premium Friday. Auf Ebene des Gesetzes wurde auch einiges gemacht, aber das werden wir uns auch in einem anderen Video nochmal
genauer anschauen. Das sollte jetzt für dieses Video erstmal gewesen sein. Wichtig zu wissen ist also, dass es diesen neuen Punkteplan gibt und dass die Priorität erst auf dem Equal Pay for Equal Work lag und dass man dann durch den Fall der Takahashi Matsuri zu dem Reduzierung der Überstunden und der Bekämpfung des Karoshis gegangen ist. Das ist wirklich wichtig zu wissen. Das alles fasst man eben unter diesem Begriff Hataraki Kata Kaikaku auf Japanisch oder auch die Reform der Arbeitsweise, auf Deutsch würde man es nennen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was Neues über die japanische Politik und Gesellschaft vermitteln. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mal in die Videobeschreibung guckt. Da gibt es nämlich noch einige Japanisch-Online-Kurse, die ich für euch vorbereitet habe. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.